Die Gurte rauszugraben und mein Handy auszuschalten. Auf den Monitor schreiben Sie den Service dieser Airline. In ungefähr 2 Stunden werde ich mitten über Meer sein. Wie die Schwimmweste bedient wird, steigen jetzt 2 Türen der Sneak. Man sieht an meinem Hebel, ich hab's gleich wieder vergessen. Ich atme ganz tief durch, ich weiß genau, ich kann das. Doch am liebsten wär ich jetzt irgendwo anders. Und ich denk mir, Antoine, hab's nicht gedacht. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, dich in die Lüfte zu erheben und zu schweben. Und ich frag mich, womit ich das so verdiene. Wie viel wiegt so eine Maschine? Viel zu viel, um abzuheben. Lang, ich werde in den Sitz gedrückt und dann geht's hoch, das heißt, der Start ist zufällig geglückt. Wir schießen durch die Wolkendecke, ich hasse Turbulenzen und der Blödmann neben mir spricht von Freiheit ohne Grenzen. Jetzt zeigen sie einen Film, den irgendwie schon alle kennen. Wäre ich nicht so gestresst, dann würde ich jetzt eine Runde fangen. Später kau ich stundenlang auf einem Hähnchenschnitzel rum. Falls wir doch nicht explodieren, dann bringt das Essen mich halt um. Ich atme ganz tief durch, die Landung wird noch schlimmer. Eins ist sicher, runter kommen sie immer. Und ich denk mir, man so war das nicht gedacht. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, sich in die Lüfte zu erheben und zu schweben. Und ich schwer nie mehr ein Flugzeug zu betreten. Ich kann plötzlich wieder beten, werd ich das hier überleben. Kaum zu glauben, aber wow, der Horror hat ein Ende. Eines ist mir jetzt mal wieder überdeutlich klar. Wenn es erst vorbei ist, ist das Fliegen wunderbar. Und ich denk mir, Mann, das war doch wunderschön, die Welt von oben anzusehen, sich in die Lüfte zu erheben und zu schweben. Und die strahlenweiße Wolkendecke hatte 40 Watt und unter Watte. Es war toll, das zu erleben.